Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texit. Müsste ich immer noch richtig aussprechen. Texit 3, um genau zu sein. Und wir müssen jetzt ganz schnell irgendwie was machen, weil wir haben Creeper vor der Haustür. Und ich glaube nicht nur ein, hier läuft doch irgendwo einer rum. Oh scheiße, da ist noch einer. Nicht vor unserer Haustür. Come on, bitch. Get it on. Hey, ja. Was sind denn das für Kühe auf Steroiden, ey? Warte mal, ich will jetzt noch diesen Creeper. Jetzt habe ich Blutkühe. Das war vielleicht doof. Ja, das war doof. Eine Friesenkuh. Ja, die ist dezent groß. Und ich sehe da unten was mit meinen Äuglein. What the? Oh, nein, 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 bleib auf Abstand. Bleib auf Abstand. Das ist meine Diamanten, da sind meine Diamanten. Was hat der in der Hand? Okay, hier gibt es auf jeden Fall Rohstoffe. Und was hast du zur Hölle in der Hand? Und mein Handy denkt schon wieder, dass ich rede mit ihm. Geh zurück in die Hölle, wo du hergekommen bist. Da unten sind schon wieder Diamanten, oder? Sind das da unten wieder Diamanten? Was? Was? Haben wir hier unten Rohstoffhöhle Nummer 1 oder was? Warum sind die Diamanten kurz unter der Oberfläche? Alter, man muss ja gar nicht mehr tief meinen oder sowas, um irgendwas zu bekommen. Das geht ja voll easy. Da noch ein bisschen Kupfer. Also Kupfer haben wir aktuell auch kein Problem. Wir haben ja nicht mehr ein Eisenproblem wirklich. Mich würde gerade schon interessieren, was das da unten ist, ne? Also nur interessieren, was es ist, noch nicht mal wirklich ändern. Es leuchtet. Und wenn es Diamanten wären, also ich glaube nicht mal ansatzweise, dass es Diamanten sind, sondern ich glaube, das ist einfach irgendein anderes Ohr, was ich noch gar nicht gibt. Ich habe die Sprinten-Taste gedrückt. Ja, das ist kein Diamant. Wäre auch in dem Fall gleich so schön gewesen, um wahr zu sein, ne? So direkt nochmal ein Eisen, Gold, Diamanten vorkommen finden. Oh, apropos Eisen. Wieso gibt es hier so viel Rohstoffe, Alter? Wie viel Chunks auf, wie viel Diamanten sind hier im Bitteschön in einem Chunk drin? Das würde mich jetzt mal echt interessieren. Also hier auf jeden Fall da drin schon wieder. Eisen. Und das kann doch nur heißen, dass hier schon wieder Surface Quartz ist. So. So, hier rein mit dem Zeug. Hier noch ein bisschen Eisen her. So. Also muss ich eigentlich nur so ein paar Höhlen abklappern schnell und gucken, ob an der Oberfläche vielleicht irgendwas an Eisen zu sehen, Diamanten zu sehen ist. Und das würde schon reichen, um Diamanten zu kriegen. Rein theoretisch. Ist das die Logik, die mir da gerade versucht, das Spiel zu erklären? Du findest Diamanten überall und nirgendwo. Und wie zum Fick ist das aufgebaut?
voll vertrauenswürdig und so. Ich wollte mich verarschen, oder? Wir haben gerade von dem Thema Diamanten gesprochen, ne? Ja, ich bin gerade noch kurz am überlegen, wie ich am besten mal vielleicht den Daffel schaffen kann. Aber mal. Und wie einfach die zu finden sind. Das beste Beispiel gerade vor mir, ich habe schon wieder Diamanten gefunden. Wie kann das sein, dass hier so weit oben Diamanten... Da unten sind nochmal Diamanten, oder? Ja, wir haben bald unser Diamantenproblem gelöst. Hey, da sind nochmal Diamanten. Warte mal, wir gehen nochmal da nach da unten. Komm her. So. Vor mir ist taghell, hier ist kein Viech. Und da drüben ist Gold. Ich sag schon nichts mehr, weil es einfach so dumm ist. Also. Und wo hast du deine Diamanten gefunden? Ja, so ganz kurz über der Oberfläche, ne? So halt wie an jedem Tag. Da hinten ist auch Redstone. Ey, Spiel, gib mir doch eine Herausforderung. Das war normalerweise immer eine Herausforderung. Das ganze Ort zu kriegen. So ist dieser keine Herausforderung mehr wirklich. Und deshalb kommt irgendein Viech daher. Ich kenne mich doch. So, warte mal. Wo waren die restlichen Diamanten da? Erstmal gehe ich das Redstone holen, weil jetzt wird langsam Diamantenfarm langweilig. Ah, da haben wir auch schon Redstone. Haben wir mal ganz fix das Early Game übersprungen. Was glüht da drin zur Hölle? Ich darf nicht da ein Schiff drücken, ich will da und laufen. Rüber, 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 rüber. So. Wo waren die jetzt? Da unten. Ach nö, doch nicht auf der Brücke. Okay, tschüss. Du hast schon verstanden, wo ich bin, oder? Wohl nicht so ganz. Hat er wohl noch nicht so ganz verstanden, wo ich bin. Weil er schon komplett witzlos eigentlich, oder? Ich bin noch nicht, keine Ahnung, wie lange in dieser Höhle und ich habe schon... Wie viele Diamanten? Was hat denn jetzt bekommen? Resistenz. Noch ein paar Diamanten vielleicht? Ich würde sie gut verwenden. Ja, aber ich nehme auch Gold. Wenn ich mir so bereitwillig. Wow. Das war mal eine großzügige Spende von Mutter Erde, ey. So, Eisen haben wir wieder. Ich hab grad noch nicht mal Bock, das andere zu farmen, weil ich da so viel hab. Le Frage. Was ist das denn? Silizium. Jetzt nehmen wir mal mit. Aber es wird schon wieder Nacht. Bedeutet, wir gehen mal nach oben. Und gucken, was wir unseren... Ja, geil, ich bin noch schlau. So geht das nicht. Ha, jetzt wird's knapp. Jungs, so könnt ihr das doch nicht mit mir machen. So, wo war der Weg hier rauf? Schnell nach Hause. Fährt auf dem Weg eine Kuh schlachten. Ne, den Hamster, den töten wir nicht.
Die schlafen? Warum liegt da ein Schwein? Was? Okay, wir haben 7 Diamanten. Also insgesamt 11. Wir brauchen... nee, wir brauchen 11, oder? Die Spitzhacke, die Gears. Bedeutet genügend... Warte mal, wir können ja mal probieren. Also rein theoretisch... brauchen wir... eine Spitzhacke. 2 Gears. Ich mag mal gucken, ob ich den Grinder finde. Oder hieß der Grinder? Ich glaube schon, ne? Grinder. Factory Block. Von Chisel. Oder schauen wir mal nach Dust. Müsste ich doch eigentlich Iron Dust finden. Und dann die verschiedensten Wege, wie ich die machen kann. Ne? Mit was für komischen Sachen. Quarzmühlstein, hier haben wir es doch. Was, der ging so scheiße? Ah, geht mit Cessus Quartz auch. Ja, glücklicherweise habe ich von dem ein bisschen was. Bedeutet, warte mal, ich brauche von... den hier und ein Wooden Teil hier. Okay, warte mal, tun wir mal ein bisschen. Sticks kann man nie ungenügend haben. So, also einmal dich. Und der Rest Cobblestone oder wie war das jetzt? Cobble? Nee, nee. Hä? Wie ging denn der? Oder muss es einfach Stone sein? Also wirklich ja Stone. Bedeutet, ich hau mal 1, 2, 3, 4. Naja. 9 Plätze am Tisch. 4 sind belegt. Bedeutet, wir haben noch 5 Plätze frei. Residential Crystal. Was finde ich denn da alles unten drin? Barley Seeds. Rohes Silizium. Ah, das ist wahrscheinlich für die Raketen. Das ist für den Raketenbau wahrscheinlich, ne? Und dann können wir das alles in Pulver verwandeln. Wenn ich mich nicht irre, ging der Griff irgendwie so. Jo. Können wir gleich mal 2, 3 machen, weil die halten nicht lange. Und wenn ich meine, die halten nicht lange, die halten echt nicht lange. Machen wir gleich mal 2. Und dann bauen wir den. Und tun unsere ganzen Ohren bis Ohrs mal durchgrinden. Weil dann halten wir aus einem Stück Goldohr 2 Ohr Dust. Und aus dem können wir wieder 2 Iron Ohr gegen Ingots machen, ne? Und das macht halt einen dezenten Vorteil. So. Hier mal drauf drücken, Pulverizer. Und wie ging das? So. Nein, ich wollte. Painted. Nein, ich will kein Painted. Ich will einfach nur den Quarzmühlstein. Ah, Bewig Items. Ah, ging doch schon. Oh. So. Quarzmühlstein. Da tun wir jetzt mal unser Eisen, unser Ding rein. Zack, den oben. Ich drücke über die falschen Tasten, ne? Und jetzt einfach hier stehen und so machen. Und jeder denkt jetzt so, das ist doch unnütz, das bringt sie doch gar nichts. Doch, das bringt sie was. Und ich hätte aber gerne, dass du so anfängst, wenn es für dich okay wäre, Junge. Dass du mir erstmal das Gold durchbrätst. Weil mit dem Gold können wir am meisten anfangen. Also Eisen haben wir ja schon einiges. Klar ist es viel schlauer, wenn wir das so machen, weil halt doppelt so viel rauskommt. Ich glaube, man kann sogar seine Ores vervierfachen irgendwie. Irgendwie ging das. Oh, guck mal. Gold Dust, Pulverized Silver. Das Gold, das können wir einfach hier rein tun. So, jetzt lassen wir den mal ein bisschen weiter. Auf jeden Fall kannst du das, glaube ich, sogar jedes Ohr vervierfachen, indem du es wieder, also den Dust wieder anreicherst mit irgendwas und dann wieder teilst. Irgendwie so ging das, glaube ich. Aber das muss ich mir dann nochmal anschauen.
Ich weiß noch, dass es dafür irgendwann mal ein Tutorial gab. Aber das können wir eh erst machen, wenn wir die genügenden Rohstoffe haben. Und die haben wir dann mit unserer Quarry, sobald wir sie haben. Dafür brauchen wir aber auch Strom, ne? Darüber habe ich jetzt gar nicht nachgedacht. Das könnte ein Problem werden. Da haben wir schon ein, zwei Goldbarren. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Texted wieder. Also, bis dann. Ciao.